Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich bin hier immer noch in dem Fort von, ja eigentlich von Braddock, aber hier außerhalb von Lexington, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es jetzt ist. Und ich muss an diese Karte kommen und ich muss zwei Kanonen, zerstören. Deaktivieren, dass sie nicht mehr funktionieren. Und zwar das Ganze, ohne von den Wachen gesehen zu werden und ohne jemanden zu töten. Das gestaltet sich jetzt doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Da muss ich doch noch einiges lernen. Jetzt habe ich das ja in der letzten Folge schon einmal durchprobiert und habe gnadenlos versagt. Ich probiere das Ganze jetzt nochmal auf ähnlichem Wege. So werde ich jetzt vielleicht mal knallhart die optionalen Missionsziele ignorieren, weil ich schon beim letzten Teil das nicht ganz ohne geschafft hätte, wenn ich es denn weitergeschafft hätte. Daher werde ich mir den jetzt hier mal zur Brust nehmen und eliminieren. Jawohl. Tut mir leid, aber ich sehe da jetzt keine Möglichkeit, das anders hinzukriegen, weil der mich später die ganze Zeit nervt. Um das mal so auszudrücken. Nicht, dass ich jetzt schon wieder entdeckt werde gleich. Okay, die kommen jetzt hier entlang. Ja. Den Text haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Mal schauen, ob wir jetzt das Belauschen wenigstens wieder hinkriegen. Na, jetzt höre ich es aber schlecht wieder. Ja. Okay. Das kriegen wir doch hin. Was? Ich habe schon wieder nicht genug hingekriegt. Ach geh, ich bin doch vorhin auch da, letztes Mal auch da gestanden. Ach, nö. Das ist jetzt doch leicht frustrierend. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Ja, ich weiß. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Ja, solltest du. Du solltest aber erstmal das Belauschen hinkriegen. Mann, wieso ging das jetzt nicht? Letztes Mal ging es doch auch auf die Art, wie es jetzt gerade gemacht hatte. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Naja. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich da jetzt brauchen werde. Ich hoffe nicht ganz so viele. Trotzdem werde ich den jetzt nochmal ausschalten. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben. Das ganze Spiel dann später so auf diese Art so schwierig mit dem Belauschen und Verstecken. Oje, oje, oje. Da habe ich mir was eingehandelt. Es ist echt anstrengend. Wirklich wahr. Komm. Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt habe ich den aber nur. Hab ich dem das Genick gebrochen? Oder ich habe jetzt nur mit der Faust und nicht mehr ein Messer. Der ist jetzt nur bewusstlos, glaube ich. Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt. Ach ja. Wenn er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Ja. Genau. Sieht er nicht, wie töricht das ist? Wo sind sie denn? Da. Weit weg von der Heimat und Rekruten verteilt. Und ich fürchte, Braddock's Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder wichtigen Todesnachricht bringen, nur weil Braddock sich etwas beweisen möchte. Ja. Er sammelt die Truppen. Schandcluster. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Art der Pläne.
Verdammt, also ich kapiere das nicht. Beim letzten Mal ging das doch auch, wo ich da oben gestehen geblieben bin. Ach ja. Vielleicht die blöden Kanonen. Ich bin ja schon froh, wenn ich das andere hinkriege. Da interessieren mich die Kanonen jetzt an feuchtigen, ja. Das ist jetzt doch leicht frustrierend, ehrlich. Dass man da hier nicht im offenen Kampf durchmarschieren kann, finde ich nicht okay. Verflixt. Sehr ärgerlich. Mano. Wieso? Es muss doch echt zu schaffen sein. Wahrscheinlich hätten das jetzt andere, die das Spiel dann noch nicht kennen, auf Anhieb geschafft, die da schon Taktiken gewöhnt sind aus anderen Spielen. Nicht so wie ich. Total naiv, blauäugig, etc. Komm. Also ich habe ihn jetzt nicht getötet, sonst wäre ja die Anzeige gekommen mit der Beschwerde. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Dann kann der doch jederzeit da wieder rauskommen, oder? Oder nicht? So. Das Ganze nochmal. Den Typen da hinten, der hat mich entdeckt, glaube ich, letztes Mal. Ja. Und immer wieder den gleichen Text. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Na, wo sind sie denn noch da? Sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat. Ja, weit weg von der Heimat, etc. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der Gerüge jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Okay, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird laufen. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Oh, jetzt geht das wieder los. Nicht schon wieder. Oh Mann. Jetzt kann ich mich da nicht mehr verstecken. Hier, Freunde! Oh nö. Das ist ja echt. Gibt's da irgendeinen Trick? Gibt's da irgendwas, worauf man noch achten muss, dass man nicht sofort entdeckt wird? Diese Kanonen sehen nach. Das ist frustrierend, Leute. Echt frustrierend. Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Ja, stell dich wieder davor. Manometer. Ja, da muss man doch ein guter Stratege sein, glaube ich, und alles gut im Überblick haben, um da durchzukommen. Bin mal gespannt, wie viele Versuche ich dann brauchen werde. Also den muss ich auf jeden Fall ausschalten, zumindest K.O. schlagen. Weil da hat sich ja das Spiel nicht beschwert, dass ich das Missionsziel, das Optionale, nicht erreicht habe. Ne? Da ist ja nichts passiert. Also vielleicht geht das dann auch einfach so eben. Ich knock den ja nur aus. Nur das Problem ist hier oben. Warum schaffe ich das nicht mehr? Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber wenn da jetzt dann jemand ist, kann ich nicht da in den Heuhaufen rein, da hinten? Oder doch nochmal? Ich probiere es jetzt nochmal übers Dach. Oder Ich nehme mir den da doch nochmal zur Brust.
Wenn ich zu dem gehe. Der geht aber nicht hier vor, oder? Der bleibt ja da stehen. Da ist auch ein Heuhaufen. Nee, das bringt nichts. Verdammt, jetzt bin ich wieder hier an der Stelle, wo ich wieder gleich entdeckt werden kann. Nee. Bleib mal lieber gerade noch drinnen. Ich komme nicht mehr raus gerade. Ach so, geht das. Jetzt. Das ist natürlich mal interessant. Aber den da hinten. Sieht der mich gleich? Wie komme ich an den dran? Das war jetzt interessant. Schaffe ich das vielleicht mit dem auch? Nee, der ist zu weit weg. Wo ist dann noch was zum Verstecken? Vielleicht hier? Kann ich nicht pfeifen? Nee, von der Stelle kann ich nicht aus pfeifen. Das ist kacke. Aber wie komme ich an dem vorbei? Gar nicht, glaube ich. Ich soll den ja nicht umbringen. Ich soll ja da keinen töten. Aber ich darf auch nicht entdeckt werden. Wie soll das gehen? Na, von hier. Kann ich auch nicht. Da. Aber. Jetzt steht er doch da. Ich werde doch da garantiert entdeckt. Wieder da schnell rein. Erstmal verstecken. So, wo kann ich mich als nächstes wieder verstecken? Ich sehe jetzt gerade nicht, wohin der guckt. Stehen bleiben. Verdammt. Sei ein Mann und komm zurück. Sei ein Mann und komm zurück. Hast du etwa Angst? Geht auf. Ich sehe ihn nicht mehr. Bitte, 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 bitte. Ich bin jetzt gerade in Schockstarre. Und man hat das auch gemerkt. Ich habe überhaupt nichts mehr gesagt. Ich möchte es mich jetzt endlich schaffen. Das wäre zu schön. Die Erkenntnis, dass wenn ich in einem Heuhaufen versteckt bin und pfeife, ich da jemanden herlocken kann und K.O. schlagen kann, ohne ihn umzubringen, ist doch schon sehr tiefgreifend für mich. Das bringt mich doch um einiges weiter. Jetzt ist er nur woanders hingegangen. Der sucht mich jetzt woanders. Wo ist der jetzt? Wo war jetzt dieser andere Heuhaufen? Wo ist denn der jetzt hingegangen? Nee, der ist schon wieder da zurückgegangen. Steht wieder da oben. Oder ist es wieder ein anderer? Also hier ist... Genau, hier ist einer auf der Karte neben mir da. Neben der Kanone, die ich schon deaktiviert habe. Und... Ich renne jetzt mal hier los.
Jawohl, wieder da zurück. Wir müssen ja immer noch versteckt bleiben. Das Problem ist jetzt, glaube ich, an die anderen dran zu kommen. Ohne entdeckt zu werden. Weil wenn ich jetzt hier das alles so schön hingekriegt habe und das dann ganz am Schluss wieder vermassle, wäre typisch für mich übrigens, würde ich mich wahnsinnig ärgern. Vor allem, wenn ich immer so Probleme habe, mich irgendwo zu verstecken. So, wenn ich jetzt da hochgehe, fange ich mit dem Belauschen an. Was natürlich auch jetzt in die Hose gehen kann. Ich riskiere das jetzt nochmal in dieser Runde. Wen will ich denn herpfeifen? Da kommt doch niemand. Was mache ich denn für einen Käse? Hä? Na? Jetzt ab. Jetzt muss ich da wieder hoch, verdammt. Ach so, da sucht mich wieder einer. Und ich höre doch nichts. Die sagen gar nichts mehr. Suchen die jetzt nach mir oder was? Oder einer ist stehen geblieben? Nein. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder, bitte. Ich möchte es einmal schaffen. Verdammt. Oh, Scheiße. Toll, jetzt haben sie nicht mehr geredet. Das ist aber doof. Kann ich vielleicht jemand anders herpfeifen? Jetzt stehen sie da. Das ist jetzt aber selten dämlich. Nur weil der eine auf mich aufmerksam geworden ist und ich springe auch noch wieder raus. Kann er mal aufhören, mich zu suchen, bitte? Der muss jetzt mal aufhören. Das ist doch sehr, 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 sehr unangenehm. Sehr ärgerlich. Hört er jetzt wieder auf oder was ist jetzt los? Kann ich da jetzt nichts machen? Die reden nämlich auch gar nicht miteinander. Ich glaube, ich habe das Missionsziel eh schon wieder verkackt. Weil die gar nicht miteinander reden und irgendwie ist jetzt hier gerade alles ausgebremst. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich ja kurz rausgehe. Aber die reden doch eh nicht. Da kann ich doch jetzt gar nichts machen. Jetzt nochmal in den Haufen hier. Nee. Komm. Ja, der ist abgehauen. Dann lass mich doch mal. Verdammt. Komm, unterhaltet euch weiter. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr. Da habe ich jetzt irgendwie reingefunkt in das Gespräch, weil die mich entdeckt haben und die sind jetzt völlig abgelenkt, dass die jetzt gar nicht ihr Gespräch weiterführen können. Das ist jetzt echt saudoof. Aber mir fällt gerade was ein. Wenn das jetzt geht mit dem K.O.-Schlagen und Herlock mit Pfeifen, dann sollte ich vielleicht lieber auf der anderen Seite bei der anderen Kanone anfangen.
Und dann die Kanone auf der Seite und das mit den beiden ganz am Schluss machen. Bilde ich mir ein. Das ist vielleicht am sinnvollsten. Aber ich glaube, ich werde das jetzt hier einfach abbrechen und mich entdecken lassen, weil ich komme hier eh nicht weiter. Aber wenn ich jetzt wieder hochgehe, nochmal hier raus, springe hier runter. Da passiert nämlich nichts, weil die mich immer weiter suchen. Und suchen und suchen. Ich kann mich deswegen vielleicht mal ganz kurz umschauen. Die haben sich irgendwie aufgehängt. Kann es sein? Also, das Spiel, das reagiert nicht mehr so, wie es soll. Oder spinne ich? Weil irgendwie, dadurch, dass er bei sich die Suchenanzeige die ganze Zeit hat, geht hier gar nichts mehr. Ich werde mich jetzt mal entdecken lassen und versuche in der nächsten Folge einfach das Ganze von der anderen Seite aufzurollen. Deswegen höre ich jetzt dann hier auf. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.